Erstmal geht's. Boah, ich dachte schon, du machst jetzt mal zwei. Food, Food! Hä, was für Refund. Food? Maus gerutscht. Maus gerutscht? Ja, ausgerutscht auf der Maus. Okay, das ist witzig. Okay, das ist witzig. Ja, ich bin ja auch witzig. Nee, du hast das Spiel kaputt gemacht! Wir machen jetzt Wette. Wer, wenn der nächste Runde, wenn du den Highscore knackst, geh ich raus. Mhm. Und wenn du den nicht knackst, dann gehst du raus. Okay. Hallo. Keine Sorge, keine Nerfgun, sondern nur die Munition davon. Wow. Wow. Nee. Kannst du mal auf dieses Intro hier zu crashen? Stell dir vor, ich schieße dich in meinem Intro mit einer Nerfgun ab. So, ich hab gesagt, stell dir vor. Außer nur Munition. Okay. Und hier hast du eine dabei. Leere deine Taschen. Leere deine Taschen. Hab ich natürlich nicht. Glaub dir das nicht. Ich glaub dir das überhaupt nicht. Nein, keine Sorge. Ich will ja hier Handy-App spielen. Okay, alles klar. Ja, René möchte Handy-App spielen. Das wurde schon. Nein, also du wolltest Handy-App spielen. René möchte aber Handy-App ich bin netterweise gekommen, natürlich. Und das Interessante an der Sache ist nämlich, dass René gesagt hat, er schenkt mir doppelt so viele Weihnachtsgeschenke, wenn er mit mir Handy-Spiele spielen darf. Und dann konnte ich jetzt natürlich nicht Nein sagen. Aber, weißt du, da gibt es ein Problem. Was ist doppelt so viel von null? Null. Also ja, du hast recht. Du kriegst doppelt so viel. Das ist gar nicht traurig oder so. Und ich glaube, das war die erste Geschichte, die du erzählt hast. Die stimmt. Das heißt, da muss ich mir ja gar nicht was ausdenken, was die Alternative ist. Hä? Also nicht, dass ich mir sonst was ausgedacht habe, weil das war ja dann auch immer die Wahrheit, ne? Leute? Ja. Okay. Willst du auch meine Geschichte erzählen, oder? Wie gesagt, das war ja die Ach, Wahrheit. Ach, du schließt also dich einfach ich hab, an. Ich habe eine auf Lager, aber nö, also das war ja die Wahrheit. Du hast gerade zugegeben, dass du hier ab und zu mal flunkerst. Nee, ich weiß nicht, was du meinst. Ja, Leute, schreibt gerne in die Kommentare. Hatte ich recht? Offensichtlich hatte ich ja, recht. Ja, und mit der Null hatte oder ich ist recht. René die Wahrheit einfach zu peinlich? Aber weiter geht's, denn wir haben uns heute wieder ein Spiel ausgesucht und wir sind arbeitslos oder wir haben nichts zu tun. Aktuell ist das wohl so und dieses Spiel möchte uns wohl sagen, was wir für einen Job bekommen. Also ich glaube, in dem Spiel bekommen wir erst das Geld und dann die Jobs. Im echten Leben ist das, glaube ich, andersrum. Aber das, wie es im Spiel ist, wäre schon schöner, ne? Aber schauen wir mal, wie das so läuft. Wir laufen einfach mal los. Lauf mal los. Zip. Ich find's übrigens... Das geht so schnell, Geld und so. Und okay. 200 Euro. Guck mal, wie du das einfach schiebst. Das ist so ein dicker Haufen gewesen, den muss man einfach schieben, aber so viel war das dann irgendwie auch nicht. Okay. Willst du mal weitermachen? Mhm. Schauen wir mal, ob du mehr Kohle sammelst. Vor allem, wir haben ja aktuell auch noch gar keinen Job, aber wie gesagt, wir sammeln jetzt erstmal das Geld ein. Erstmal geht's. Boah, ich dachte schon, du machst jetzt mal zwei. Food, Food! Hä, was für Refund. Food? Links, links! Was für Food? Ich brauche nichts zu essen, bei mir geht's einfach nur... ich muss. Wieso hast du jetzt so viel Geld? Ja, auch nur, weil das zweite Level war, ne? Und nicht das erste. Hä? So ein Käse, ich habe das einfach besser gemacht als du. Zweites Level. Ich bin einfach finanziell stärker aufgestellt als du. Also, mal, jetzt geht's aber los. Jetzt Koch freigeschalten. Mmh. Und wer von uns beiden ist der bessere Koch oder die bessere Köchin? Obviously. Okay. Ja, dann drücken wir Lose It. Lose It. Interessiert mich nicht. Denn wir werden jetzt noch mehr cool. Ah! Das war dumm. Aua! Das war nicht dumm, ich bin ausgerutscht. Normal war das dumm. Das war, ich bin ausgerutscht. Maus gerutscht. Maus gerutscht? Ja, ausgerutscht auf der Maus. Okay, das ist witzig. Okay, das ist witzig. Ja, ich bin ja auch witzig. So, und trotzdem mehr Kohle als du. Aber noch haben wir hier ja nicht. Wir haben Ausrufezeichen bei den Jobs. Feiert, okay, dann wird das ja nicht. Okay, nee, gefeuert werden wollen wir ja wohl wirklich nicht. So. Wow. Was gespart. Mama Danja holt ja mal richtig Kohle nach Hause. Mama Danja, whip. Ja gut, ich muss sagen, also finde ich gut, dass wir jetzt... Ja, muss deine Rechnung bezahlen. Finde ich gut, dass wir hier zusammenspielen. Holt die Kohle nach Hause. Haben wir den Job jetzt unlocked? Das müssen wir jetzt uns mal angucken. YouTuber! Ja, passt doch. Das Spiel ist vorbei. Wir haben das Spiel durchgespielt. Das nehmen wir. Das müssen wir nehmen. Okay, du bist wieder dran? Ja. Oh, okay. Das war dumm. Kein Glücksspiel. Das mit dem Fragezeichen hast du keine gute Erfahrung gemacht. Kein Glücksspiel. Das ist nicht viel. Schon sehr ernüchternd, muss ich sagen. Das ist schon traurig. Ich schau mal, was wir hier für Jobs haben. YouTuber, wenn nicht, das war's. Ja, YouTuber. YouTuber und arbeitslos. Das ist die Wahl, die wir haben. So. Oh, guck mal hier, du hast Geld geworden. Oh mein Gott. Mhm. Clown sind wir zwar, aber wir gehen mal trotzdem nicht rein. Hä? Warum denn Clown? Warum klaut uns der Clown denn Geld? Ja, das ist auch das komisch. Das habe ich jetzt irgendwie nicht so richtig begriffen. Ich weiß das auch nicht. So, aber das ist doch jetzt mal hier ordentlich ein Batzen.
Aber immer noch nicht so viel, wie ich vorhin hatte. Ja, das lag aber auch nur, ja. Woran lag das? Ja, an meinem Investitionstalent. An so und so. Look. Rechts. Hä? Nein. Emotion, ja. Nein, nein, definitiv nicht. Nein. Links. So. Klaus, rechts, rechts. Ich kann nicht so schnell lesen. Ja, deswegen sage ich das ja immer. Rechts, links. Ich kaufe ein Kleidchen. Oh Mann, warum ist das nicht mal so viel Geld? Warum kann ich mir nicht mal Socken kaufen? Ja, okay, jetzt haben wir wirklich das Spiel durchgespielt. Einfach Gamer als Beruf. Von YouTuber ist ja nochmal gesondert. Also kein Gaming-YouTuber, sondern einfach nur Gamer. Gamer, einfach nur Gamer. Ich kann einfach den ganzen Tag. Dann würde ich sagen, haben wir durchgespielt. Ja, geschafft. So, den Gamer haben wir ausgerichtet. Jetzt der Gamer legt los. Der Gamer. Ich glaube, das ist das Spiel kaputt gemacht. Du hast das Spiel kaputt gemacht. Nee, du hast das Spiel kaputt gemacht. 50.000 Jahre später. Weiter geht's. Oh ja, du wirst hier. Promotion als Gamer. Krypto. Hast richtig patsch, gemacht. Patsch, patsch, patsch. Stocks. Invest. Oh, das läuft ja aber jetzt, mal. Aber, ui, also ui, jetzt, Scam. Claudio war auf der linken Seite. Also jetzt läuft es so, aber jetzt dir. Jetzt läuft es aber mal richtig. Einfach plötzlich Gamer geworden und nein! Nein, das war Highscore, das wollen wir kurz erwähnen. Aber kein neuer Beruf. Toll, wofür jetzt? So, dann mach du mal weiter. Oh, wir haben eine neue Map. Guck mal hier, Party oder Education. Ich habe mich natürlich weitergebildet. Du bist so vorbildlich. So vorbildlich. Streber. Rechts. Rechts. Nein, ich will doch hier nicht gefeuert werden. Links. So, los geht's. Aber das ist auch das immer ist natürlich, noch. Nein, nicht. Das reicht nicht mal für den YouTuber. Also das Spiel, das gönnt aber auch wirklich nicht, ne? Das gönnt nicht. Also gut, es hat uns Gamer gegönnt. Eigentlich sind wir damit zufrieden. Aber man denkt ja eigentlich, man müsste ja irgendwann so ein bisschen auch vorankommen. Wir bleiben einfach immer kleben bei Gamer. Also nicht, dass das schlimm ist, wie gesagt, aber... Da sind wir absolut einverstanden damit. Was ist das denn das bitte? Das ist der absolute Traumjob. Das reicht ja nicht mehr für gar nichts. Vor allem diese Kamerafahrt immer auf unseren Highscore. Ich habe gar niemanden freigeschalten. Okay, dann ist das doch schon mal so, dass ich das so ein bisschen... IT-Guy, okay. Och. Ist gut bezahlt, aber kann halt nicht den ganzen Tag zocken. Wir bleiben Gamer. Natürlich. Normal bleiben wir Gamer. So, okay. Kurz. Dani hat kurz dran gedacht, dass sie eine Mischung aus Gamerin und YouTuberin ist. Also. So. Schuhe. Ja, okay. Habe ich bezahlt. Du gehst jetzt einfach immer dahin, wo ich... Vegan. Guck. Es gibt Kohle. Guck. Vegan gibt Geld. Gibt hier. Vegan gibt Money. Okay, wir haben jetzt ein Drittel vom nächsten Skin ein. Wir sind veganer Gamer. Wir sind quasi ich. Stimmt, aber für uns der Tee. Du bist jetzt auch ich. Nee. Würdest du das nicht erstrebenswert finden? Nein. So. Ich glaube, das ist eine gute Runde. Aber das mal 5 haben wir dann nur, wenn wir 20 Dollar haben. Das bringt uns nicht weiter. Das mal 5 muss kommen, wenn wir schon so. Können wir ja mal was kaufen davon. Kann man eigentlich was kaufen? Wahrscheinlich ist das so ein Spiel, wo wir eigentlich so Upgrades mal kaufen müssen. Und dann läuft es auf einmal. Ja, das hilft uns jetzt auch nicht weiter. Hä? Guck doch mal. Ja, YouTuber wieder, ne? Wobei, ich glaube, das summiert sich ja auch. Also, gucken wir mal, was jetzt kommt. Immerhin 2/3 ausgelockt. Sieht aus nach so einem Bürotypen wahrscheinlich. Meinst du? Ja, ich glaube schon. So, dann schauen wir jetzt mal, was wir... Ja. Ja, ich wollte gerade sagen, wir kaufen jetzt erstmal was. Tasche oder Einkommen? Ich glaube erstmal beides. Ja, beides. Größere Tasche, beides. Größeres Einkommen. Ja. So, und das Schlimme ist jetzt bist du ja wieder dran. Und ich weiß jetzt schon, Danja wird 100%ig gleich angeben und so tun, als wäre das alles ihr Verdienst, obwohl wir eigentlich nur was gekauft haben. Das ist total mein Verdienst. Wobei, so viel mehr ist das hier gar nicht. Nee. Scam? Hä? Okay, blond oder grüne? Keine Ahnung. Ja, grüne Haare. Hä? Was sind das denn jetzt hier für... Was hat das mit Kohl? Ich verstehe es gar nicht mehr. Aber so viel. Gar nicht mehr. Okay, man merkt, wir sind auf jeden Fall schon, wir kommen voran. Ja. Aber so viel Kohle war das jetzt immer noch nicht. Nee, also wir haben immer noch nicht deinen Highscore gewonnen. Der wird erst geknallt, wenn hier der... Wenn was? Der Profi wieder ankommt. Wen haben wir denn jetzt hier eigentlich freigeschaltet? Das ist, da steht das gar nicht. Gib mir vielleicht mal einen Namen. Wie nennen wir ihn? Thorsten. Der CEO. Sag doch, wir sind Chef. Ja, aber jetzt will ich ja mal eine Frage. Ein CEO ist natürlich cool, der leitet ein Unternehmen, aber kann er den ganzen Tag zocken? Nein, also. Schwierig. Nö, danke. So, let's go. Okay, let's go. Okay, let's go. Okay, der Clown verfolgt uns immer noch. Ja, läuft gut. Okay. Läuft. Okay, das ist ja schon vorbei. Ja, okay, du hast ja einfach einen Jetski gekauft. Lief jetzt doch nicht so gut. Einfach einen Jetski gekauft. Wer hat, der hat, ne? Aber immer noch nicht den Highscore. Das ist doch wirklich, also das ist doch... Klar, das liegt nicht daran, dass wir jetzt gerade schlecht sind, sondern die Runde, die war ja übrigens, das kann man ja noch mal kurz sagen, die war ja von mir. Mhm. Die war einfach so gut. Ne? Ist halt nicht mehr zu toppen. Ja, kannst gerne noch mal versuchen, versuch gerne noch mal, aber...
Laber nicht. Ich guck mir jetzt hier Werbung an dafür extra. Das ist die Verzweiflung so groß. Da guck mal lieber Werbung an, damit man nochmal mehr Chancen hat, den Highscore von René zu knacken. Ja! Aber das wird nicht helfen. Doch. Wir machen jetzt Wette. Wenn der nächste Runde, wenn du den Highscore knackst, gehe ich raus. Mhm. Und wenn du den nicht knackst, dann gehst du raus. Okay. Also Wette gilt, wenn du gewinnst, dann darfst du für heute nur noch in mein Studio kommen, wenn du mir einen Tee mitbringst. Okay, und also gar nicht mehr. Wenn du den Highscore wenn nicht schaffst, Highscore nicht knacken, dann habe ich eine halbe Stunde erstmal hier Ruhe. Okay. Und du darfst nur auf dem Flur warten. Okay. Gut. Okay. Hey. Nein. Feiert. Nein. Oh, das könnte sogar, das könnte... Oh nein. Mal 9. Ja, ich glaube, das ist sogar wirklich ein Highscore. Kamillentee, ne? Und danach als den Weihnachtstee, den mit Pflaume. Ja.